Willkommen zurück zu Toonstruck für MS-DOS, einem guten alten Adventure-Game. Ja, beim letzten Mal sind wir hier runter in die Stadt gegangen und haben schon diese Bäckerei da hinten erkundet. Wir haben dabei diese wunderschönen Klaviertasten erhalten, ein Traum. Und wir haben auch schon diesen interessanten Gutschein hier aus dem Königsquartier geklaut. Ich würde sagen, damit gehen wir einfach mal in diesen Shop rein, der schon auffällig verbunden aussieht. Da haben wir hier feines Kostüme. Ja, wer hätte gedacht, dass es der Kostümverleih ist. Ein Umkleideraum. Die Kostümverleiherin, die sieht sehr eckig aus. Gucken wir uns das mit den Kostümen an. Schau dir nur all diese coolen Aufmachungen an. Ja, da ist eine ganze Menge Stoff. Viel Stoff. Das Ding hier hat nicht so viel Stoff, würde ich mal sagen, Flaxi. Der Umkleideraum. Sieht aus wie eine Umkleidekabine. Wow. Gehen wir mal rein. Danke für die Beobachtung, Mr. Mal. Oh Mann. Wir haben aber eine ganze Menge Spaß zusammen. Was, Mr. Mal? Danke, Flax. Warum muss er immer wiederholen, was ich sage? Okay, Flax, zieh dein Kostüm an. Komm her, Flax. Na, oh, na gut, Flax. Hey, Flax, geh doch mal gerade in die Umkleidekabine. Warum? Gute Frage. Einfach so, dann red mit ihr. Danke irgendwie, aber wissen Sie... Nein, danke. Oh, sie will Flax nicht haben, das finde ich aber nicht sehr nett von ihr. Sie hat auch ein Buch, das ich klauen kann. Sie hat einen ziemlich hohen Bücherverbrauch auf 100 Kilometer. Was genau bedeutet das? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Sie mehr liest als du. Aha. Könnten Sie mir wohl Ihr Buch mal leihen? Was soll ich denn dann irgendwie lesen? Ein anderes Buch. Irgendein Buch zu lesen ist irgendwie viel besser als gar keins. Okay, wir dürfen Ihr Buch nur haben, wenn wir ihr einen Ersatz geben können. Sie hat einen interessanten Stil. So eine Art Nouveau-Retro. Das war schon Retro, als es alt war. Also, nee, nein. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Wachsende Ohren hat sie auch. Entschuldigen Sie! Ist okay, ich kann das irgendwie entschuldigen oder so. Wie lustig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist denn irgendwie mein Kopf heute? Ich bin Miss Schnitt. Also siehst du auch raus. Willkommen in Kostümerama. Ach, wunderbar. Dann brechen wir doch mal das Eis. Ein Kostümbuch? Nein, nein. Sind ja nicht mal Bilder drin. Und, gefällt es Ihnen trotzdem? Irgendwie? Aber klar. Ich meine, es gibt doch gar keine schlechten Bücher, oder? Es gibt irgendwie nichts Nobleres als das geschriebene Wort. Was für ein verrückter Zufall. Genau das Gleiche habe ich gerade zu Mal hier gesagt. Bücher sind einfach das Beste. Sie sind das Größte. Die guten alten Bücher. Mit all diesen Wörtern und so. Ach, die Klappe, Flax. Ach, ich kann gar nicht genug davon kriegen. Gib's auf, Flax. Was immer du auch vorhast, es wird nicht klappen. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon du da redest, Mal. Also, Miss Schnitt, wie wäre es, wenn wir beide uns mal treffen würden? So irgendwie ein paar Bücher lesen. Bei mildem Kerzenlicht. Nur wir beide. Klingt verschärft. Das ist irgendwie total cool, dass Sie so auf Bücher stehen, echt? Sie glauben ja gar nicht, wie viele Penner mich anzubaggern versuchen. Indem Sie so tun, als ob Sie gerne lesen. Aber ich brauche mich irgendwie bloß 5 Minuten mit denen zu unterhalten, bevor ich sie durchschaue. Normalerweise werde ich dann sowas von dermaßen sauer, dass ich sie mit einem Karate-Kick flachlege. Ich bin irgendwie nämlich ein totaler Schwarzgurt. Ja, so siehst du aus. Wirklich? Oh nein! Wissen Sie, was ich vergessen habe? Ich muss das mit unserem kleinen Schmöker-Rendezvous nochmal nachchecken. Wissen Sie, Mal hier braucht nämlich meine Hilfe. Und da kann ich ja nicht einfach abhauen und ihn im Stich lassen. Ist das nicht so, Kumpel? Genau so ist das, Kumpel. Schweinepech aber auch. Hat er ja nochmal Glück gehabt. Okay, wir können noch mehr Eis brechen. Masken, der Gutschein, das Buch. Masken? Ich mag Ihre Kostüme, wirklich. Danke. Die Geschäfte liefen irgendwie riesig in letzter Zeit. Ich habe gerade meine Mitorama-Werbekampagne abgeschlossen. Und ich habe überall massig Gutscheine verteilt. Massig? Gutscheine? Für einmal freies Ausleihen. Ja, so einen haben wir das auch. Das ist aber sehr großzügig von Ihnen. Aber gar nicht. Das ist irgendwie Marketing. Ja, da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Was lesen Sie denn da überhaupt? Das nennt sich Enigma. Es ist ein Buch über unlösbare Rätsel. Aha. Unlösbare Rätsel? Mann, was für ein Schwachsinn! Warum haben die denn das Buch nicht gleich unlesbar gemacht, wenn sie schon mal dabei waren?
Hey, ich bin irgendwie ganz offen für jede Idee, okay? Ich lese alles. Mit anderen Worten, wir müssen hier halt ein anderes Buch bringen. Wir können noch weiter das Eis brechen. Wenn Sie so sehr auf Bücher stehen, warum betreiben Sie dann einen Kostümo-Kystomy... Kostümerama? Naja, irgendwie stehe ich auch echt auf Kostüme. Ich meine, was könnte denn tiefergehend sein als, deine physische Erscheinung zu transzendieren. Außerdem passen Lesen und Kostümieren irgendwie echt cool zusammen. Viele meiner Kostüme basieren auf Sachen, die ich irgendwie mal gelesen habe. Also ist das ein Cosplay-Laden? Wie des Kaisers neue Kleider? Wie das Kostüm, das ich geschneidert habe, nachdem ich irgendwie Camus gelesen hatte. Es basierte auf dem irgendwie unverständlichen Schweigen des Universums. Das möchte ich gerne mal sehen. Oh, tut mir leid. Das ist irgendwie verliehen. Schweinepech aber auch. Den Spruch kenne ich irgendwoher. Okay, wir haben kein Eis mehr, dann holen wir uns aber ein Kostüm. König Nick hat uns gebeten, seinen Kostümgutschein für ihn einzulösen. Oh, warten Sie mal. Das geht nicht. König Nick hat vergessen, die Einlösung des Gutscheins zu autorisieren. Sie wissen schon, er muss ihn irgendwie mit seinem königlichen Siegel abstempeln. Wie soll das denn für normale Leute funktionieren? Das tut mir jetzt leid, Miss Schnitt, aber da wir nun schon mal hier sind... Keine Chance! Ich brauche diesen Stempel hier drauf, Jungs. Ich meine, sonst könnte sich ja irgendwer einfach den Gutschein des Königs irgendwie schnappen und ihn als seinen eigenen ausgeben oder irgendwie sowas. Also nicht, dass sie so etwas tun würden. Nein! Ich meine, das wäre doch schlicht und einfach falsch. Ja, unbedingt. Unvorstellbar. Cool. Ich wusste, sie würden das irgendwie verstehen. Die Logik macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, sie hatten massig Gutscheine verteilt und jeder dieser einzelnen Gutscheine ist personalisiert und jeder dieser einzelnen Leute muss den erst irgendwie mit einem eigenen Stempel oder sowas autorisieren, damit der gültig ist? Wir sind jetzt irgendwie echt weg. Ja, und besser schnell. Ja, besser. Bevor du anfängst, immer so zu reden. Goodbye. Okay, also wir brauchen erst einen Stempel unter dem Gutschein. Na gut, entweder vom König oder irgendwoher brauchen wir halt einen Stempel. Kann nicht so schwierig sein. Okay, wir haben noch zwei Türen. Ein Shop und noch ein Shop. Niedlingens Taverne. Aha. Die einzige Kneipe, die ich kenne, wo den ganzen Tag lang Happy Hour ist. Bitte. Das ist die Spielhalle. Ach, das klingt ja cool. Der Kostümverleih. Wir hätten es schon von draußen erfahren können. Die Bäckerei. Und dann wissen wir schon. Na gut, gehen wir erst hier in die Bar rein, würde ich sagen. Und zu guter Letzt dann in die Spielhalle. Typisch. In Niedlingen geht es sogar in den Pubs so totenstill zu wie in einem Teesalon. Ich weiß nicht so recht, Flax. Ich glaube, diese Maus da drüben würde dir da widersprechen. Schau sie dir bloß mal an. Mach, dass du wegkommst. Sehr irisch. Ja, gute Stimmung hier drin. Wäre es hier doch nicht so mucksmäuschenstill, wie du dachtest. Ist cool, man! Genau, was du gesagt hast, Flax. Okay, Maus. Ich bin ganz sicher, dass ich diesen kleinen Nager irgendwoher kenne. Ja, schau mal. Er ist vorlaut und aufdringlich, also ist er mit ziemlicher Sicherheit mit dir verwandt. Bitte. Ha, ha, ha! Pell dir ein Ei! Wer sagt denn sowas? Ei. Da können wir uns hier so alles angucken. Eine Orgel. Eine Hamelner Pfeifenorgel. Können wir die spielen? Vielleicht sollte ich mich mal an der Orgel des Barkeepers versuchen. Ja, solltest du. Ich bin sicher, es wird ihm gefallen. Ja. Wir können die Maus auf jeden Fall zum Tanzen bringen. Flax, hol mal die Maus. Okay, kann er nicht. Flax, du bist nicht sehr hilfreich. Was haben wir sonst noch so? Mausefalle. Die Mausefalle ist das Einzige, was reagiert, während wir spielen. Aber die Performance ist gut. Okay, kann's aufhören. Danke mal. Also, wir brauchen auf die Mausefalle. Ausgezeichnet für einen Stadtmenschen. Ja, danke, danke. Vielleicht reden wir auch gleich mal mit dir. Erstmal gucken wir uns ein bisschen um. Sieht nach einer fröhlichen Menschenmenge aus. Das hier ist Niedlingen. Was hast du erwartet? Tod und Vernichtung? Ich weiß nicht. Sieht nach einer fröhlichen Menschenmenge aus. Ja, das haben wir gerade schon gehört.
Mit denen reden können wir alle nicht. Scheint doch überall gleich zu reagieren, traurigerweise. Gucken wir uns die Mausefalle mal an. Ein ganz moderner Nagetier-Niederpompfer. Eine Mausefalle. Ein was? Eine Mausefalle. Hast du gesagt, ein Nagetier-Niederpompfer? Kapeng! Das macht Spaß. Nice. Ich glaube, es würde helfen, wenn die Maus drunter wäre. Cool. Können wir die Maus da runterbringen? Schnapp dir die Maus. Ich kann den Racker nicht fangen. Jetzt ist er da drunter. Das war ja nicht so schwierig. Wir reden, glaube ich, erstmal mit dem Barkeeper. Das scheint mir zu einfach zu sein hier. Ich kann mich nicht entscheiden, ob er Schweizer oder Holländer ist. Alles Käse. Sogar im Schottenrock. Bitte. Ist das rassistisch? Oder tun wir nur so? Einen schönen guten Tag. Hallo und herzlich willkommen. Es freut mich ja so, dass ich den Weg zu meinem bescheidenen Lokal gefunden habe. Jo, und gut schauen wir heute wieder aus. So braun und gar nicht käsig. Das Wetter ist einfach erste Sahne, was? Ja. Eine gute Antwort. Eine wunderbare Antwort. Ja, sie ist einfach atemberaubend, könnte man sagen. Danke. Zwar haben wir keine Punkte zu vergeben für unsere wunderbare Kundschaft, aber... Jo, das haben sie sehr gut gemacht. Ja, klar. Der Typ ist schon was Besonderes, wa? Ich habe da zufällig bemerkt, dass ihr Akzent irgendwie... Naja, er ist... Erst ist er holländisch, dann klingt er nach Schweiz. Dann kommt wieder Holland durch, dann wieder die Schweiz. Dann Holland, dann die Schweiz. Holland, Schweiz. Ich glaube, er versteht schon, was du meinst. Und das habe sie wirklich bemerkt, eh? Nicht geloven. Viele Menschen kennen nicht den Unterschied. Jo, also das liegt an meinen Vorfahren. Ich bin halb Holländer und ein Viertel Schweizer. Mein Beileid oder so? Käse, da fehlt doch noch ein Viertelfund. Jawohl, der Kandidat hat 100 Punkte. Schon ein Schotte. Mein Almöhi mütterlicherseits war Schotte, also sagt was. Man. Wahrscheinlich ein Geizerkäse. Uff. Und ich dachte schon, das Röckchen wäre das Einwickelpapier vom Supermarkt. Naja, auf jeden Fall scheinen sie ja den Geschmack des Publikums getroffen zu haben. Die Gäste sehen mir nicht aus, als ließen sie ein gutes Bierschal werden. Ich bin sicher, das liegt nur an dem exquisiten, geschmackvollen Dekor der Gaststätte. Ja, das Folkloristische an sich schlägt ja hier sehr stark durch. Also das ist aber wirklich sehr freundlich von Ihnen, meine Herren. Sehr freundlich. Obwohl, wir haben ein kleines Problemchen. Oh! Ist es die Maus? Was plagt sie denn so? Jo, das ist es ja gerade. Sie müssen nämlich wissen, wir haben ein Mäuschen in dem Haus. Was? Jo, genau hier, mitten in der Kneipe. Habe ich noch nicht gesehen. Ein Mäuschen. Ein Mäuschen? Sie werden belästigt von einem jungen, womöglich auch noch gut aussehenden Mädchen? Jo, nun seien Sie doch nicht so albern. Sie wissen doch, was ich meine. Wir haben da dieses kleine, widerliche, garstige Tierchen hier. Hier gibt es eine Maus, Kopferdeli nochmal. Ah, ein Mäuschen. Ja, ja, ein Mäuschen. Jeez. Ich bin mir fast sicher, in der Originalversion hatte er andere Nationalitäten, außer Schweizer und Holländer. Was ist mit der Maus? Und wie lange treibt sich diese Maus jetzt schon hier rum? Also, die ist Gummi. Dann lach doch. Die ist genau an demselben Tag hier aufgetaucht, an dem ich aus meinem Urlaub zurückgekommen bin. Urlaub? Wo? Ich war im Trickreich. Was für ein böser Fehler. Hey, Vorsicht, Kumpel! Zufällig bin ich da geboren. Und es ist ja auch eine wunderbare Stadt. Einfach wunderbar. Aber es ist hellemal kein Stadt, um zu entspannen. Was natürlich nur meine private Meinung ist. Aber jedes Mal, wenn ich einen Fuß vor die Tür gesetzt habe, hat mir irgendwer von hinten den Kilt runtergezogen oder mir einen Amboss auf den Kopf geworfen. Hey, das klingt aber... Nach dem Trickreich. Einfach schrecklich. Nicht wahr, wir können immer noch das Eis brechen. Sagen Sie mal, was kann Ihnen denn so eine winzig kleine Maus schon tun? Sie sind doch ein erwachsener, großer, starker Käse. Der ist ein Käse? Oh, oh. Ich glaube, ich verstehe langsam das Problem. Nein, da bin ich nicht sicher. Also ich meine, das kleine Kerlchen knabbert schon mal an mir herum. So ein ganz kleines bisschen. Aber das stört mich eigentlich nicht. Ich will ja nun auch nicht, dass der Zwerg da verhungert. Ja, aber... Wächst du nach? Es nicht stört, dass er sie manchmal anknuspert.
Wo liegt dann das Problem? Jo, das ist... Also, er hat nicht nur smakelig Eten im Kopf, sondern auch jede Menge Unfug. Schaut sie, er ist eine absolute Nervensäge, wenn Sie verstehen. Boah, die Sprachwitze. Nicht ganz, aber fast, wenn Sie verstehen. Also, ich glaube nicht, dass er es wirklich böse meint. Aber mit seinem Übermut macht er mir alle Gäste verrückt. Ich habe alles versucht, sogar meinen Matheklopfer, den Teppichklopfer, aber er will nicht abhauen. Und das ist alles? Machen Sie da nicht aus einer Maus einen Elefanten? Nein, tue ich nicht. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich noch versuchen soll. Ich habe sogar schon eine Belohnung ausgesetzt für denjenigen, der diese aufdringliche Maus fängt. Ja. Er zahlt eine Belohnung? Freiwillig? Muss der aber verzweifelt sein. Ich meine, immerhin ist er zu einem Viertel Schotte. Fies, du hast davon eine Mausefalle. Wie ich sehe, haben Sie eine Mausefalle für Ihren kleinen Besucher aufgestellt. Ach ja, dieses reckliche Gerät. Ich hatte gehofft, ich müsste sie nicht benutzen. Mar, aber ich habe unser kleiner Freund so oft hellemal nett gebeten zu verduften. Und es hat hellemal nichts gebracht. Ich dachte wirklich, diese hässliche Falle würde ihn so erschrecken, dass er von alleine verschwindet. Ja, sicher doch. Scheint ja vor Angst schon richtig zu schlottern. Sieht man doch. Ich glaube, ich brauche doch jemanden mit mehr Erfahrung in der Schädlingsbekämpfung. Der kann dann die kleine Mäuschen fangen. Habe ich übrigens schon erwähnt, dass es eine Belohnung für denjenigen gibt, der sie fängt? Ja, hast du. Okay, dann fangen wir hinaus. Sag mal, hattest du eigentlich den Brenner unter dem Käsefondue ausgepustet? Vor was? Ach ja, ich meine, nee, hab ich nicht. Wir sollten schnell mal nachschauen gehen. Also es war mir ein ausgesprochenes Vergnügen, Sie beide zu treffen. Schauen Sie doch recht bald wieder mal herein. Ja, gut, dann fangen wir doch mal eben die Maus. Ist ja nicht ganz unauffällig, was wir machen sollen. Bereit für ein weiteres musikalisches Intermezzo? Play it again mal. Tut er. Okay, dein Job, Mr. Flux. Denn die Mausefalle ist das Einzige, was hier reagiert, was eigentlich nur eins bedeuten kann, nicht wahr? Let's go. Flux, gib doch bitte der Mausefalle mal einen Klaps, ja? In Ordnung. Au. Oh. Den. Gut, dass er so ein Trickreich ist. Nimm das, du niederer Nager. Okay, wir sind fertig hier. Danke, danke. Helle mal gut, mein Junge Tier. Belohnung. Oh, heilige Schocke, Sie haben ja die Falle benutzt. Ich wollte doch nicht, dass der kleine Racker so verbeult wird. Dann hättest du nicht eine Hammerfalle aufstellen sollen. Keine Sorge. Wir müssen nur seinen Schädel wieder ein bisschen in die richtige Form kneten. Dann ist er wieder ganz okay. Ach ja, ich vermute, Sie haben wohl recht. Thank you well, Freunde. Oh ja, bevor ich das vergesse, hier ist Ihre Belohnung. Das ist was Ordentliches. Ein alter Krug. Yeah. Was soll unsere Belohnung sein? Ich weet. Ein bisschen zu viel, oder? Aber ich bestehe darauf, dass Sie ihn annehmen. Sie beide haben ihn sich redlich verdient. Was sollen wir bloß mit diesem Müll anfangen, Flux? Ich hätte da ein paar gute Ideen. Haben Sie was mit seinem Kopf zu tun? Großartig. Wir haben einen bodenlosen Krug. Ein alter Krug aus der Kneipe, der leck ist. Ja, es ist in der Tat ein bodenloser Krug. Das ist wahrscheinlich das gleiche Ding aus Curse of Monkey Island. Was ist mit der Maus? Armer kleiner Bursche. Schnell! Jemand muss ihm eine Schnäuzchen-zu-Schnäuzchen-Beatmung geben. Hätte man nicht so draufhauen müssen. Her damit. Jawohl. Wir haben eine K.O.-Maus. Eine bewusstlose und leicht angekratzte Maus. Ach komm, die hat nur eine flache Waffe abgekriegt. Die kann ja nicht angekratzt sein. Tu mal nicht so. Die hat nur ein bisschen Kopfschmerzen, dann ist ja wieder gut. Jo, okay. Wir haben sowohl den Kostümverleih als auch die Taverne erfolgreich erkundet. Jetzt haben wir immer noch die Spielhalle vor uns. Unser Inventar hat sich ein bisschen erweitert um einen bodenlosen Krug und eine K.O. geschlagene Maus. Interessante Dinge. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns den letzten Raum hier angucken, gegebenenfalls weitergehen oder vielleicht auch noch Sachen im Schloss machen können. Mal gucken, wie es weitergeht. Bis dahin. See ya.